Diese Entdeckung in Peru schockiert die ganze Welt. In Südamerika, genauer gesagt in Peru, tauchen immer wieder überraschende Entdeckungen auf, die faszinierende Geschichten aus alten Zeiten enthüllen, während Archäologen in der Vergangenheit graben. Von faszinierenden Entdeckungen in Peru, die alle sprachlos gemacht haben, bis hin zu schockierenden Entdeckungen in anderen Ländern Südamerikas. Wir erzählen von den furchterregendsten Entdeckungen, die die ganze Welt schockiert haben. Nummer 8. 500 Jahre alte Stacheln auf Stöcken. Im Chinchatal in Peru wurde eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Fast 200 menschliche Stacheln, die akribisch auf Schilfrohrpfähle aufgefädelt waren, wurden enthüllt. Die Funde, die in einer kürzlich in der Fachzeitschrift Antiquity veröffentlichten Studie detailliert beschrieben werden, stellen eine beispiellose Bestattungspraxis dar, die in dieser Region noch nie zuvor dokumentiert wurde. Die meisten dieser einzigartigen Wirbel auf Pfählen befanden sich in großen indigenen Gräbern, die als Chulpas bekannt sind und mehrere Jahrhunderte zurückreichen, in eine turbulente Zeit zwischen 1450 und 1650, die mit dem Niedergang der Inka-Herrschaft und dem Aufkommen der europäischen Kolonisation zusammenfällt. Archäologen fanden heraus, dass jeder der 192 Stacheln auf den Pfählen überwiegend aus den Überresten eines einzelnen Individuums bestand, wobei Erwachsene und Jugendliche aus der indigenen Gemeinschaft für diese besondere Praxis ausgewählt wurden. Die Geschichte des Chinchatals in dieser Zeit war geprägt von Epidemien, Hungersnöten und dem starken Einfluss der europäischen Kolonialisierung, was zu einem Rückgang der lokalen Bevölkerung führte. Jacob Earl Bonges, der Hauptautor der Studie, wies auf die turbulente Natur dieser Zeit hin und schlug vor, dass die Wirbel auf Pfählen als ritualisierte Reaktion auf die Umwälzungen durch den europäischen Kolonialismus gedient haben könnten. Außerdem schlägt die Studie vor, dass diese Wirbelkonfigurationen eine direkte und einheimische Reaktion auf die weit verbreitete Plünderung von Gräbern während der Kolonialzeit sein könnten. Das komplizierte Auffädeln der Stacheln auf Schilfpfähle, das nach der ersten Bestattung erfolgte, deutet auf ein mögliches Bemühen hin, den Verstorbenen zu rekonstruieren, möglicherweise als Reaktion auf die Schäden, die durch die Grabplünderungen entstanden sind. Nummer 7. 3000 Jahre altes Grab. Große Neuigkeiten aus Peru. Archäologen haben in der Nähe von Cajamarca ein 3000 Jahre altes Grab freigelegt, das alle in Aufregung versetzt. Stell dir das vor, die letzte Ruhestätte eines Priesters, der mit einer Jaguar-Darstellung geschmückt ist. Cool, oder? Die Entdeckung wurde im archäologischen Komplex Pacopampa gemacht, einer alten Begräbnisstätte, in der seit 2005 eifrig gegraben wird. In dem Grab fand man drei Keramikstempel, antike Werkzeuge für die Körperkunst und auffällig verzierte Keramiken. Der Clou: Das Gesicht des Priesters war mit rotem Zinnober bedeckt, einer seltenen Substanz, die auf einen elitären Status schließen lässt, da sie aus den Bergen herbeigeschafft werden musste. Nun ist die Bezeichnung Priester vielleicht etwas übertrieben. Diese Person scheint eher ein Schamane zu sein, eine mystische Figur, die sich mit dem Übernatürlichen beschäftigt. Nummer 6. Tierschützer retten drei Löwen. 33 Löwen, die in Peru und Kolumbien in Gefangenschaft geboren wurden, haben sich auf einen 15-stündigen Flug nach Südafrika begeben, um dort die Chance auf ein neues Leben zu bekommen. Die Löwen finden Zuflucht im Emoya Big Cat Sanctuary, einem 5000 Hektar großen Gebiet im Norden Südafrikas. Ihre Reise ist eine Geschichte der Befreiung aus den Ketten des Zirkuslebens, ein Weg, der von Animal Defenders International geebnet wurde. Diese Löwen wurden in Gefangenschaft geboren und waren der harten Realität des Zirkuslebens ausgesetzt, bis sie 2011 gerettet wurden, als Peru die Verwendung von Wildtieren in Zirkussen verbot. Kolumbien folgte 2013 diesem Beispiel.
ADI ermöglichte ihre Umsiedlung in die weitläufige Auffangstation, die ihnen einen Zufluchtsort bietet, an dem sie wieder so etwas wie ein natürliches Leben führen können. Ein engagiertes Team aus Tierpflegern und Tierärzten begleitete die Löwen auf ihrer Reise und sorgte für ihr Wohlergehen während des Fluges. Trotz der Herausforderungen des 15-stündigen Fluges kamen alle Löwen bei guter Gesundheit in Johannesburg an. Damit beginnt ein neues Kapitel für diese majestätischen Kreaturen. Nummer 5. Geflügelte Eidechse aus der Jurazeit. In der subantarktischen Region Chiles wurde eine neue Dinosaurierart mit dem Namen Gonkoke nanoi entdeckt, wie in der Zeitschrift Science Advances berichtet wird. Diese Entenschnabel-Dinosaurier lebten vor etwa 72 Millionen Jahren in der Region Magallanes im Süden Chiles. Mit einem Gewicht von fast einer Tonne und einer Länge von bis zu 4 Metern war Gonkoke nanoi ein Pflanzenfresser, der während des frühen Maastricht-Zeitalters in Magallanes herumstreifte. Die Entdeckung stellt frühere Annahmen über partielle Entenschnabelfossilien in Frage, die in Südpatagonien und der Antarktis gefunden wurden. Die Forscher vermuten, dass die Vorfahren von Gonkoke nanoi aus Nordamerika stammten und nach Südamerika wanderten, wo sie in Regionen vordrangen, die andere Hadrosauriden nie erreichten. Der Name Gonkoken stammt aus der Adonkienk-Sprache der Ureinwohner der Regionen, bedeutet übersetzt Wildente oder Schwan. Außerdem ist Nanoi eine Hommage an Mario Nano Ulloa, der eine entscheidende Rolle bei der ersten Entdeckung von Dinosaurierknochen in der chilenischen Antarktis spielte. Nummer 4. 170 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Fußabdrücke. Eine aktuelle Studie, die im Scottish Journal of Geology veröffentlicht wurde, enthüllt die Entdeckung seltener Dinosaurier-Fußabdrücke auf der Isle of Skye in Großbritannien. Die von Forschern der Universität Edinburgh und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften durchgeführten Untersuchungen legen den Schwerpunkt auf die mittlere Jurazeit und enthüllten 50 neue Dinosaurier-Fußabdrücke, die etwa 170 Millionen Jahre alt sein sollen. Die in Brothers Point gefundenen Fußabdrücke erzählen die Geschichte von zwei Dinosauriern, einem robusten, langhalsigen Sauropoden und einem scharf gezahnten Theropoden, der dem Tyrannosaurus Rex ähnelt. Die Forscher nutzten eine Drohne, um Bilder zu machen und den Fundort zu kartieren. Dabei entdeckten sie 50 Fußabdrücke, die zwei verschiedene Linien bilden. Ein Fußabdruck, der so groß wie ein Autoreifen ist, gehört zu einem Sauropoden, der schätzungsweise über 10 Tonnen wiegt und 15 Meter lang ist. Die Entdeckung deutet darauf hin, dass sich fleischfressende Dinosaurier auch in jagdfreien Zeiten in der Lagune aufgehalten haben könnten. Nummer 3. 168 neue Geoglyphen auf den Nazca-Linien. Forscherinnen und Forscher der Yamagata-Universität in Japan haben 168 neue Geoglyphen in der peruanischen Nazca-Wüste gefunden und die haben es in sich. Auf diesen alten Zeichnungen, die mit Hilfe von Luftaufnahmen und Drohnen entdeckt wurden, sind Menschen, Kamele, Vögel, Killerwale, Katzen und sogar ein Homer-Simpson-Double mit großen Cartoon-Augen abgebildet. Ja, wie cool ist das denn? Man nimmt an, dass diese Geoglyphen aus der Zeit zwischen 100 vor Christus und 300 nach Christus stammen und sie haben dem Puzzle der Nazca-Linien, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, weitere Teile hinzugefügt. Die Forscherinnen und Forscher der Yamagata-Universität haben sich mit dem IBM Thomas J. Watson Research Center in New York zusammengetan, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Luftbilder zu analysieren. Kluger Schachzug, oder? KI kann Markierungen erkennen, die unsere Augen vielleicht übersehen. Aber jetzt kommt der Clou. Es gibt jetzt insgesamt 358 Nazca-Linien. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch hunderte mehr, die darauf warten, entdeckt zu werden. Es ist, als würde man ein verborgenes Kapitel der Geschichte aufdecken. Faszinierend, nicht wahr? Mal sehen, was diese Geoglyphen noch über die alten Geheimnisse der Nazca-Linien verraten. Nummer 2. Tiwanaku.
Die antike Stadt Tiwanaku liegt fast 4000 Meter über dem Meeresspiegel in Bolivien und erlebt ihre Blütezeit zwischen 500 und 1000 nach Christus, als ihr Einfluss in den südlichen Anden am größten war. Obwohl sie keine Schriftsprache besaß, reichte ihr kultureller und politischer Einfluss bis ins heutige Peru, Chile und Argentinien. Mit einer geschätzten Bevölkerung von mehr als 10.000 Einwohnern auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte war Tiwanaku ein Beispiel für fortschrittliche Stadtplanung mit einer Fläche von mehr als 6 Quadratkilometern, von denen bisher nur ein Bruchteil ausgegraben wurde. Vor mehr als 4000 Jahren begann die dauerhafte Besiedlung des Titicaca-Seegebiets, die durch die Domestizierung von Lamas und Alpakas, den Anbau von frostsicheren Nutzpflanzen und den Anbau von Hochkulturen gekennzeichnet war. Der Aufstieg Tiwanakus, der auf Konsens und kulturellen Bindungen beruhte, war geprägt von bedeutenden Bauwerken wie dem versunkenen Tempel, Kalasasaya, Acapana und Pumapunku. Trotz seines Niedergangs um das Jahr 1000 nach Christus blieb Tiwanaku in der lokalen Mythologie erhalten und wurde sogar zu einem wichtigen Bestandteil des Inka-Glaubens über den Ursprung der Menschheit. Nummer 1. Ruinen von Quilmes. Die Ruinen von Quilmes in der Provinz Tucumán sind eine der größten archäologischen Stätten Argentiniens und werden von der gleichnamigen indigenen Bevölkerung verehrt. Die historische Bedeutung liegt im bemerkenswerten Widerstand der Quilmes gegen die spanischen Eroberer, die sie erst 130 Jahre nach ihrer ersten Invasion im Jahr 1535 unterwarfen. Nach der Niederlage im Jahr 1665 wurden die Quilmes zwangsumgesiedelt. Etwa 400 von ihnen überlebten die zermürbende Reise von etwa 1400 Kilometern Länge. Einige entkamen den Spaniern und versteckten ihre Identität in ihrer Heimatregion. Die um das 10. Jahrhundert gegründete Siedlung am Fuße und an den Hängen des Alto del Rey florierte dank fruchtbarer Böden, reichlich Wasser und der strategischen Kontrolle über die Handelswege. Die Quilmes zeigten eine fortschrittliche soziale und wirtschaftliche Organisation und bauten terrassenförmige Felder, ausgeklügelte Bewässerungssysteme und Festungen. Die rekonstruierten unteren und oberen Teile, die heute Ciudad Sagrada de Quilmes, stellen nur 15% der ausgedehnten alten Siedlung dar. Welche Entdeckung aus Südamerika fandest du am schockierendsten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefällt, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.